Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Skywars auf dem Twerium.net Server. Nein, doch. Und ja, es leckt ein bisschen. Frag mich nicht wieso, liegt wahrscheinlich an der Labby-Mod oder so. Beim Aufnehmen aber nur. Weil ich habe jetzt wieder die Labby-Mod drin, ne? Bloß beim Aufnehmen ist es ein bisschen komisch. Es kann sein, dass ich dann für die Aufnahmen keine Labby-Mod verwenden werde. Ich weiß nicht, die Maus fühlt sich halt gerade irgendwie ein bisschen komisch an. So ein bisschen ruckelig. Ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt mal versuchen so zu machen. Und zwar wollte ich sagen, dass heute leider kein Stream kommen wird. Aber dafür wird, dann höchstwahrscheinlich halt Sonntag der Stream kommen. Ich habe ja gesagt, dass nicht unbedingt Samstag der kommen wird, sondern notfalls auch, am Sonntag. Und ja, so vielleicht nur dazu. So, mal gucken, was wir so bekommen werden. So, ich hoffe, es ist aushaltbar bei einer Aufnahme. Ich weiß nicht, wie das in der Aufnahme aussieht. Bei mir leckt es gerade ein wenig. Aber auch nicht so extrem viel. Die Maus ist halt so ein bisschen unsmoothie, was auch immer. Ja, also, der Typ baut sich hier rüber. Das heißt, ich könnte zu dem hingehen. Ich weiß nicht, ob er es checkt. So, gehe ich mal einfach zu ihm hin. Ja, ich muss das auch ein bisschen schnell machen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Habe jetzt ein bisschen die Zeit verzockt und möchte jetzt gleich nicht mehr unbedingt zocken. Und ja, so viel nur dazu. Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder die Labby-Mod drin, was extrem geil ist. Bloß bei der Maus ist es hier gerade nur bei der Aufnahme, Leute. Sonst ist es ganz normal. Nur bei der Aufnahme ein bisschen unsmoothie. Aber ich weiß nicht, wie das... Vielleicht ist es auch nur Einbildung oder... ja, mal schauen. Ist auf jeden Fall ganz cool, dass die Labby-Mod jetzt endlich mal nach 5 Monaten wieder geht. Liegt wahrscheinlich jetzt auch gerade daran, dass ich was downloade und aufnehme. Und das vielleicht extrem viel RAM kostet. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass ich, wie ich das jetzt gemacht habe, für Leute, die auch das Problem haben, dass wegen Java die Labby-Mod abstürzt. Und zwar hatte ich vorher immer Java 8, Update 73, das war zur Zeit, zu der Zeit halt auch das aktuellste, Update 73 und so weiter und so fort, und hatte das halt so, und jetzt habe ich mal so auf die Java-Seite geguckt, weil ich unbedingt mal wieder mit der Labby-Mod spielen wollte, um bei mir ist es meistens so, ich versuche alle 2 Wochen irgendwie zu gucken, ob irgendwelche Updates draußen sind von Java, damit ich halt wieder mit der Labby-Mod spielen konnte, weil ich konnte jetzt über ein halbes Jahr nicht mit der Labby-Mod spielen oder fast ein halbes Jahr mit der Labby-Mod nicht spielen. Und deswegen habe ich dabei halt wieder sozusagen die Zeit gekommen. Ich bin auf die Java-Seite gegangen und habe gesehen, oh, 3 neue Updates, also Update 6, 77 oder so oder 76. Also 3 bis 4 neue Updates kamen für Java raus und da dachte ich, oh, habe ich mir erstmal die gedownloadet. Und Leute, ihr müsst euch dann, wenn ihr 64-Bit habt, die 32-Bit und die 64-Bit am besten installieren. Das ist immer besser. Und wenn ihr nur 32-Bit habt, habt dann natürlich auch nur die 32-Bit-Version. Ja, Update 77. Mit dieser Java-Version hat es endlich geklappt. Und ja, freut mich auf jeden Fall extrem, jetzt wieder mit der Labby-Mod spielen zu können. Wenn es irgendwann mal wieder abstürzt, dann kann ich natürlich wieder nicht damit spielen. Aber momentan scheint es klar zu gehen. Ich habe jetzt einen kompletten Tag damit gespielt. Einen kompletten Vormittag und einen kompletten Mittag lang. Und ja, extrem geil eigentlich, dass wieder alles funktioniert. Freut mich natürlich extrem, wieder mit der Labby-Mod spielen zu können, weil das immer eine meiner Lieblingsmods war. Freue mich auf jeden Fall extrem. Ja, und falls ihr auch das Problem habt, dass ihr, wenn es jetzt bei euch geht mit Labby-Mod und so, ihr seid froh, aber ihr habt ein Optifine Cape und es wird nicht angezeigt, müsst ihr einfach, zeige ich euch gleich, müsst ihr einfach unter Optionen, Skin-Anpassung und dann hier unter Cape-Settings habt ihr so ein komplettes Menü. Dort könnt ihr unter Priority könnt ihr Optifine, Labby-Mod oder Original auswählen. Bei Original seht ihr gar keine Capes, also halt nur Minecon-Capes und so weiter. Bei Labby-Mod dann halt dementsprechend Labby-Mod-Capes und bei Optifine-Capes. Und ja, ich denke, die meisten haben Optifine-Capes, deswegen werde ich auch immer Optifine-Capes anlassen. Außer ich hab mir irgendwann Bock, mir mal ein Labby-Mod-Cape zu holen, aber das wird, denke ich mal, nicht passieren. Zumal man da wenig Labby-Mod-Capes sieht, weil die meisten Leute halt Optifine-Capes haben und die meisten Leute auch nur Optifine drin haben. Ja, also ich denke, Optifine ist die meistgenutzte Mod so an sich. Also das hat eigentlich fast jeder. Ja, Labby-Mod hat nicht fast jeder, haben zwar viele Leute, aber trotzdem. Und ja, so viel nur dazu.
Übrigens habe ich hier meinen Namen auch eingeblendet. Ziemlich cool, finde ich. Vorher, wo ich die Levi-Mod drin hatte, habe ich das immer ausgemacht, weil es irgendwie nervig war. Aber ich finde das eigentlich doch ganz cool mit dem Namen eingeblendet. Ist eigentlich doch ein ganz cooles Feature. Ja, ich kann endlich wieder Blockhitten. Ich freue mich halt extrem, dass ich konnte halt seit 5 Monaten oder so einfach nicht die Levi-Mod benutzen. Und jetzt kann ich es benutzen, weil ich finde die, das ist so eine geile PvP-Mod und es freut mich extrem, die wieder benutzen zu können. Ja, ich bin gerade auf keinem TS, sonst würdet ihr rechts noch mein TS eingeblendet sehen, in welchem Raum ich bin, mit wem ich im Raum bin und so weiter. Ziemlich cool eigentlich. Ich liebe einfach die Levi-Mod persönlich. Und ja. Ich denke, der wird das Wasser wegmachen. Nee, doch nicht. Oh lol. Ja, ihr seht, es leckt halt ein bisschen die Maus. Aber nur bei der Aufnahme leckt die Maus. Und die leckt auch nur mit der Levi-Mod. Weil vorher hat es halt nicht geleckt. Ich habe ja schon mit der Maus aufgenommen. Nice. Jetzt bin ich tot. Ja, Leute, ich habe nicht so extrem viel Zeit. Ich werde jetzt einfach uncut in die nächste Runde reingehen. Ja, das wird dann nur noch eine Runde sein. So, 8x1. Oh, startet auch schon. Nice. Das ging schnell. Zwar die gleiche Map, aber egal. Die ist eigentlich ganz cool, finde ich. Ja, freue mich auf jeden Fall extrem, wieder die Levi-Mod benutzen zu dürfen. Und ein Stream wird es dann höchstwahrscheinlich am Sonntag, also morgen, von euch aus gesehen geben. Und ja, ziemlich, ziemlich nice. Von mir aus gesehen natürlich auch morgen. Bloß, nur um es euch mal so genauer zu sagen. Ja, freut mich wie gesagt extrem, dass ich wieder die Levi-Mod benutzen kann. Habe ich extrem gefreut, als es wieder funktioniert hat. Beziehungsweise, ich hoffe, dass es wohl natürlich funktioniert. Ich habe jetzt so lange wie noch nie mit der Levi-Mod gespielt, außer natürlich am Anfang. Aber irgendwann war dann halt dieser Java-Fehler und dann ging es nicht mehr. Und ich habe so lange wie noch nie gespielt. Also ich denke, es wird jetzt funktionieren mit der Levi-Mod. Oder mit der Modifikation, ne? Ja. Nicht die Mod, der Mod, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich bin halt ein bisschen Brain AFK, was Artikel, Grammatik, was auch immer angeht. So, auf jeden Fall noch eben die Sachen hier nehmen. Und dann let's go, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt als erstes hin soll. Könnt ihr zu dem hingehen, weil der sich zum anderen hinbaut. Könnte ich ihn vielleicht überraschen oder er wird eh Deathcall früher auf der anderen Insel sein, aber egal. Er versieht mich halt nur nicht. Das ist die Sache. So. Ich habe jetzt auf jeden Fall F5 auf die obere Taste gelegt, dass ich nicht mehr so leicht mit dem Ringfinger da dran komme. Auf jeden Fall ganz nice. Okay, nice. Habe ich den Jump auch geschafft. Ich habe leider nicht die beste Waffe, aber es geht klar. Ja, 6 Angriffsschaden ist jetzt nicht das meiste, aber da gibt es schlechtere Waffen. Auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ich würde sagen, ich stoppe ihn jetzt einfach mal richtig dreckig ab. Alles klar. Ich sehe jetzt. Komm, nice one, nice one. Oh mein Gott, das war so knapp. Also er war nicht schlecht, muss man sagen. Er war eigentlich sogar gut, also richtig gut, muss ich sagen. Für Twerion im Prinzip jetzt nichts gegen Twerion. Ich liebe den Server extrem eigentlich. Bloß, es gibt auch relativ viele Spieler, nicht. Also es sind natürlich auch extrem viele gute dabei. Aber es gibt auch relativ viele Spieler, die schlechter sind. Obwohl, ich würde sagen, ja, Gommer-Niveau, ich weiß nicht. Gommer sind auch schon ziemlich gute. Keine Ahnung, auf jeden Fall war der nicht schlecht, der Typ. Hat mich auf jeden Fall überrascht, dass er so gut war an dieser Stelle. So. Ich habe halt leider keine Heal-Pots mehr, aber ich glaube, der hatte noch welche. Deswegen werde ich mir jetzt einfach mal grabben. Hoffentlich. Nice. Da habe ich schon mal einen. So. Da ist noch einer. Lol, ich habe, glaube ich, den einen weggeworfen, oder nicht? Nee, doch nicht. Dachte ich gerade nur. So. Sonst hatte der nichts mehr, glaube ich. Okay. Ja, ich könnte jetzt mich zu dem rüberbauen. Da hat er sich auch schon angefangen rüberzubauen. Und dann in die Mitte gehen, theoretisch, weil in der Mitte ist auf jeden Fall einer. Ich hoffe nur nicht, dass er das jetzt sieht und dann mich irgendwie runter versucht runter zu droppen oder so. Das wäre semi-cool. Ich habe auf jeden Fall eine Glück des Meeresangel, aber ich werde jetzt natürlich nicht angeln gehen. Das wäre ziemlich lame in der Folge. So, beziehungsweise in der Runde. Das ist eh lame, irgendwie angeln zu gehen in Skywars, finde ich. So, okay, da bin ich auch schon drüben. Ich gehe jetzt einfach mal in die Mitte und ja, es freut mich halt, wie gesagt, extrem, dass ich jetzt die Levi-Mod wieder zocken kann.
Mit der Aufnahme, es geht. Wenn ich jetzt ein bisschen in der Aufnahme bin, dann laggt die Maus eigentlich auch kaum. Ein bisschen immer noch, aber eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich hatte nur am Anfang der Aufnahme ein bisschen die Maus geleckt. So, komm. 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 Was? Was? Never. Was? Ich habe den am Anfang viel bessere Ritz gegeben, aber der hat so OP-Rüstung. Ich finde das so unfair. Die Mitte ist einfach so OP. Ich habe keinen Bock mehr, Leute. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich habe gleich keine Zeit mehr. Ich muss mich gleich weg zum Geburtstag und habe halt den ganzen Morgen verzockt. Deswegen tut mir auf jeden Fall leid an dieser Stelle, Leute. Ich kann es einfach nicht mehr aufnehmen. Aber mit der Maus laggen geht's jetzt eigentlich. Aber ich muss mich halt wieder auch an das Equipment gewöhnen. Das ist immer so komisch. Egal, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Runde von Minecraft Skiwars gefallen. Ziemlich cool, dass ich jetzt die Levelmod wieder hab. Wollte ich euch nur auf jeden Fall mitteilen. Und falls ihr das Problem hattet, einfach jetzt die aktuellste Version von Java nehmen. Wenn ihr 64-Bit habt, dann natürlich beide Versionen. Und ja, vielleicht nochmal Grafiktreiber updaten. Aber mit der neuesten Java-Version geht's jetzt eigentlich. Finde ich ziemlich geil. Und ja, hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, Stream wird es dann höchstwahrscheinlich am Sonntag geben, also nicht heute. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Okay. Okay.